Hallo Freunde und willkommen zurück zu diesem wundervoll beruhigenden Soundtrack, den ich immer noch liebe. Und zurück mal wieder bei Dead Cells. Denn mittlerweile ist nicht nur das Bad Seed DLC draußen, sondern es gab auch das Rise of the Giant, genau so hieß das DLC. Das DLC gab es gratis. Deshalb habe ich mir für 4,99 gerade effektiv beide DLCs geholt. Und wir spielen einfach mal wieder eine Runde Dead Cells und ich glaube, meine letzte Runde ist ungefähr so lange her wie das letzte Dead Cells Video. Deshalb, mal gucken. Gab hier. Also, ja, ich hab noch keine Waffe, natürlich kann ich nicht angreifen. Das macht Sinn. Ich könnte eine Bosszelle aktivieren. Aber ich glaube, heute spielen wir einfach nochmal auf normal. Und ja, die Tür da unten kann ich jetzt. Sollte ich nicht mehr öffnen können. Leitschwert, der Ruf. Ganz ehrlich, ich benutze keine Schilde. Ich könnte hier reingehen, aber. Nee. Ich bin meiner ersten Runde nach Ewigkeiten. Das ist nett. Hallo. Schwarm. Nehmen wir mal mit. Meine mitnehmen. Macht am meisten Sinn. Und ein Bogen. Distanzkritische Treffer will ich auch ehrlich gesagt lieber nehmen als die Wurfhacke, weil ganz ehrlich keiner macht die Wurfhacke. Was bist du? Du bist neu. Spezialhändler. Bin seit über 15 Jahren mindestens 8 Updates die exzentrischsten Wünsche. Meine Güte. Muss ich viel verpasst haben. Wie? Das Ding kenne ich noch. Die hat das Granate. Dich nicht. Und dich auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur ein optisches Ding, also ein Bauplan für Skin sozusagen. Ich könnte die Türen kaputt machen, aber dann wäre es halt so, der nächste Gegner, der mich auto tötet, mich. Danke, ich verzichte. Also ich weiß, dass die dass es mittlerweile so ist, dass wir theoretisch auch nach unserem Tod einen gewissen Anteil an Zellen behalten können. Den Fleischspieß bewahre ich mir später auf. Dich auch freigeschaltet. Dich auch. Wo bringst du mich denn hin? Du bist neu. Oha, ein Neuankömmling. Call it. Die Ratten haben ihn noch nicht mal angeknabbert. Da gibt es bestimmt noch was Nettes zu bringen. Ah, bloß irgendein alter rostiger Schlüssel. Und ein zerrissener Brief. Königlicher Gärtner, bei allem gebührenden Respekt, befolgt eure Befehle. Und ihr findet euch morgen einer dieser Zecken wieder. Um unser aller Willen, dies ist die letzte Warnung. Gezeichnet Kommandant Castaing. Castaing. Seufz, da ist ja absolut nichts Interessantes dabei. Außer dieser Jacke. Ja, Gewand des königlichen Gärtners, damit kommen wir nämlich. Ja. Ich wusste, dass es sie gibt. Noch nicht so ganz raus. Das Timing. Am besten einfach direkt wieder springen. Gehen wir einfach mal ins Bad Seed DLC. Weil, warum mit DLC 1 anfangen, wenn wir mit DLC 2 anfangen können? Erstaunlich wenig Gegner haben wir nicht getroffen. Der Pfähler ist natürlich geil. Die Amulett. Ah, oh, ich mag ja die Doppelballiste, ne?
nicht besiegt. Sieh mal einen an, wen haben wir denn hier? Ja. Können wir uns ein paar Skins holen. War ich bei irgendwas dran, das freizuschalten? Nein. Einen kritischen Treffer, wenn du unter 50% Gesundheit oder über 50% Siechtum hast. Der Siechtum habe ich persönlich noch nicht so ganz verstanden, was das kann. Valmons Peitsche ist bestimmt nicht an den Belmonts aus Castlevania angelehnt. Ignoriert Schilde. Rapier. Die Hayabusa-Stiefel. Und immer voller Köcher. Das ist definitiv eine sehr geile Waffe. Deshalb gehen wir da mal drauf. Hallo. So, du gibst mir Qualitätsstufen. Kostet alles fucking viel Geld. Ich habe halt noch nichts, was Gegner einfriert. Ich habe immer noch nichts, was Gegner einfriert. Aber zumindest haben wir mehr Schaden gegen brennende die Chance, Ziele zu zünden oder so. Also Funktion, Rettung. Die Unterstützung hätte ich mag ja persönlich das Bild. So schon, also. Das verfallene Arboretum. Arboretum. Im verfallenen Arboretum liegt ein erdiger Geruch und ich kam nicht so schnell mit. Hallo. Kleine Pilzköpfe. So, die Typen hier schmeißen nicht nur uns, sondern auch den Nachwuchs, was ziemlich unglaublich ist. Hallo. Ich steh jetzt mal auf. Ich muss das mal ausrechnen. Dämlicher. Moment, was hast du mir hingelegt? Oh, krass. Okay. Eine symmetrische Lanze, würde ich sagen. Ich meine, ja, wesentlich weniger Schaden pro Sekunde. Aber, ich meine, es ist vom Prinzip eine Doppelklebe, also. Zweck. Und das Ding hat halt auch so ein. Es greift halt nach vorne und nach hinten. Das hört aber zum Glück auch einfach mal wieder unseren Bogen verwenden. Wo finden wir den denn? Blockst du etwa meine Angriffe? Unhöflich. Wundert, dass ich das Ding hier noch nicht kaputt machen kann. Gut, das haben wir halt noch nicht gelernt. Ich
könnte mich im Shop neu bedienen. Sehnenschnitzer, so heißt du also mittlerweile. Blutung ist natürlich nett, ich mag aber persönlich eigentlich auch die Wurzelkarte. Gold wieder. Hier sonst noch. Wow, gut, ja, fast schon etwas. Also wieder ein Brunnen. So, jetzt zu den Gefängnisdächern. Guck mal doch mal, ne? Sind sogar noch im Zeitlimit. Das ist doch schön. Abwärts-Schmetterangriffe stecken im Boden im Brand. Und ja, wir verlieren eine Brutalität. Gebe ich zu. Bonus erst ziehen. Dann machen wir das so. Bogen haben. Was ist denn das nächste, was ich noch ganz sinnvoll finde? Schilde, na gut. Nahkampfangriff für langsamen Gegner. Oh. Das ist halt. Ich glaube, das hier ist sinnvoll. Mein Nahkampf ist nun mal auch immer noch die vorgezogene Variante zu kämpfen. Okay, der dritte Schuss ist immer. Ist natürlich, der letzte Schuss ist immer kritisch. Das ist halt Schwachsinn, wenn das Ding unbegrenzte Munition hat. Aber ich könnte das verbessern. Ich werde mal gut Schaden pushen. Ne? Schaden gegen brennende Ziele. Jetzt bin ich viel, weil ich gerade nichts habe, was Gegner anzündet. Aber Opfer frieren Gegner ist. Und noch nicht zum Helm kommen. Auf zu den Gefängnisdächern. Ist jetzt die Frage, ist das das, was wir vom Anfang kennen? Bin ehrlich gesagt überrascht. Aber gut. Dann hätten wir. Ich wollte gerade sagen, es ist mir doch glatt in der Zelle runtergefallen. Aber das Spiel hat gesagt, okay. Ich weiß gerade nicht, was das für die war. Geht, weil das wäre zu nah dran. Aber hier gibt es Gold. Gold nehme ich gerne mit. Ja, ich habe noch keinen Ansprung. Also wieder nach oben. Wie kann ich jetzt mal drei Bosszellen öffnen? Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die Sprünge von unserem da Haken geschwächt wurden.
Ich habe das Gefühl, dass er früher höher gesprochen ist. Kann natürlich auch eine Einbildung sein. Ich habe das Spiel nicht richtig gespielt. Gib's mir bitte mal das Ding. Mehr Taktik. Weil unsere vier Rüstungsgegenstände basieren auf Taktik. Also. Außerdem einer unserer Mutationen. Die Reichweite der Waffe. Ich meine, es ist halt immer noch eine Nahkampfwaffe, das darf man nicht vergessen. Mit. Ein Entwurf. Das ist klingt auf jeden Fall schon mal cool. Ist halt ein bisschen panne, dass ich meine ganze lila Ausrüstung waffe, die ich gerade aktuell nicht groß will, also obwohl. Dämliches Mistviech. Wiederholen. Hallo, du bist zu teuer. Ich bin wieder weg. Auf Wiedersehen. Ich habe auch das Gefühl, dass man echt mit weniger Gold abgespeist wird jetzt aktuell. Oder wie gesagt, ich habe immer zu selten mein Gold ausgegeben. Wo ging's denn? Ich ging's noch. Zellentür. Hey, du da! Da fließt Wasser durch meine Zelle. Ich glaube, etwas im Wasser hat mein Bein berührt. Hilfe! Okay. Lustiger kleiner Gag. Und die Warnung vor Questen. Irgendwie Piranhas oder sowas. Schön. Ich wollte kurz sagen, das sieht nicht so aus, als würde ich da auf. Autsch. Ja, ich habe halt gedacht, man kommt von da unten auch hier hoch. Hey, viele Einschätzungen waren schon immer ziemlich gut. In fast allen Spielen. Eisschild. Keine Ahnung, ob der was taugt. Ja, Mist. Ich trinke noch einen Schluck. Es soll unser Schaden ja nicht sein, ne? Das einfach nur hier, wie ich hier besiegt habe, ohne es zu realisieren, dass ich
von wie ich besiegt habe. Das einzige Problem an dieser Waffe ist, die Zauberer sind zu schnell. Auch gleich nach unten, aber das sollte ich erst erledigen. Okay. Danke. Hätte ja klappen können. Die schießen also ohne Wellen. Ich glaube nicht, dass ich hier runterfallen möchte. Beiden zwischen denen ich mich eigentlich nicht entscheiden möchte. Richtig gut. Hat sich gelohnt. Rückwärts. Die schwarze Brücke. Weiß, wer da drauf sitzt. So, Gegner erleiden 32 Schaden pro Sekunde. Oh, das ist cool. Ich will erstmal das hier haben. Problem ist, es bringt mir halt jetzt gerade alles nichts gegen den Boss, der jetzt gleich kommt. Ich glaube, nehmen wir uns doch mal die Kombo. Auf zur schwarzen Brücke. Der Portier, so ist er also. Ich habe das Gefühl, dass der Typ früher wesentlich mehr Probleme bereitet hat. Dankeschön. Was ist das? Feuerstein. Besserer Sehnenschlitzer? Nein, ein schlechterer Sehnenschlitzer. Schade aber auch. Schild. Schild der Knüppel heißt das, natürlich auch wieder intelligent. Hm. Auf zur Ufersiedlung. Zeit ist wieder drin. Schön. Das Wurfmesser war natürlich auch mal cool. Ein-Amulett. Oh, Zersprung in der Luft. Ja, das nehmen wir mit. Den Vorteil, dass wir jetzt nicht nur Triple Jump haben, sondern es gibt halt auch noch einen zusätzlichen Stärkepunkt dazu. Bei dir kann ich ganz viele Zellen einsetzen.
will ich nicht mehr. Die auch nicht. Entweder Ufersiedlung. Oder etwas, wo ich nicht hinkomme. Ah, danke. Also, weiter geht's. Ist auch krass, wir haben jetzt fast 13 Minuten Spielzeit. Das Video läuft fast 26 Minuten. 25,5. Weiß noch, hier im Fischerdorf gab es richtig ekelhafte Gegner. Ja, die da hinten sind. Bedingt dazu. Hier gibt es einen Schlüssel für mich. Betäubt halten. Das ist halt der Vorteil von unserer Waffe, dass sie die Gegner betäuben kann. Na, doch noch ein Notfalls ein Triple für mich, Idiot. Da oben ist ein Elite. Keiner vor dem ich Angst habe. Keiner vor dem ich vielleicht hätte zumindest Respekt haben sollen. Was ich jetzt gerade habe. Einfach wegen dem Zweifel der Opportunität. Und auch du gibst mir wieder Taktik, weil wir haben halt schon viel Opportunität. Und solange wir Opportunität mit unserem Schmuckstück pushen. Kristalle. Einige Dorfbewohner haben sich mit dem Verkauf von Kristallen wohl etwas dazu verdient. Das hat sie zwar reich gemacht, aber dem Siechtum sind sie trotzdem nicht entkommen. Das brauchen sie ja jetzt nicht mehr. Yay, Gold. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie diese Siechtum genau funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert auch nur. Beziehungsweise das gibt es auch nur mit Bosszellen. Ein Tisch, sonst nichts. Ich will auch wirklich nicht wissen, wie die Essensreste auf dem Teller schmecken. Wie gesagt, das Spiel nimmt sich nicht ganz so ernst. Zumindest in manchen Dingen. Bist du nicht betäubt? Sei betäubt, du Arsch. Das war jetzt gerade ein Zentfail. Weil ich ein bisschen cool mit dem Bogen snipen sollte. Ein Vertriebung oder Granate. Bringt mir beides 1000 Gold, also ein. Das ist immer noch ein Vorteil. Gegner, die einfach runterfallen kann. Kriegen halt einfach Schaden des Todes. Mit dem Dorfschlüssel kommen wir hier rein. Aber ich glaube, wir müssen noch einmal zwischendurch einen Schlüssel finden.
unsere. Man nennt es Fallen, sind halt schon echt stark. Die Eisgranate sind halt cool. Das Problem ist, hilft uns nicht mehr viel. Ich bin mit meiner Ausrüstung eigentlich zufrieden. Ich hätte vielleicht gerne irgendwie noch einen anderen Nahkämpfer für eine coole, aber. Ich meine, ne, die Waffe ist cool. Ich kann das verstehen. Aber. Sie ist halt auch sehr langsam. Sonst zwischendurch zum Gefängnis wird. Nicht nur, aber. Trinken. Und weiter nach oben. Meine Güte. Ja, wenn man die Viecher lässt, spawnen die halt unglaublich. Das ist ja eigentlich unendlich in diesem kleinen Mistviecher. So. Hätten wir das auch gekriegt, ne? Da bin ich mal gespannt, was das kann. Das war nicht so smart. Wie bin ich hier hochgekommen? Ich habe nicht springen gedrückt. Letzte Schuss zu lange gedauert hat. Ja, schade aber auch. Gucken, wie viel haben wir denn? Okay. Wir haben nur 10.000 Gold behalten. Mich wundert es jetzt, dass manche Leute zwischendurch ihre Dings behalten durften. Ihre Seelen. Oder zumindest ein Teil der Zellen. Aber gut. Vielleicht liegt das auch wieder an Bosszelle, sprich. Erhöht um Schwierigkeitsgrad. Wir werden sehen. Beziehungsweise ich werde es rausfinden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren kleinen Spiel zwischendurch und natürlich nachher noch zu Devil May Cry 2. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.